Wir sind hier am Stand von Trix Express. Was gibt's denn hier Schönes zu sehen? Ja, wir sehen hier die Trix Achterbahn Nummer 061 aus dem Werbemittelkatalog von 1959. Mit Hilfe eines Förderbandes werden die Tischtennisbälle nach oben befördert. Leider ist der Motor in der Veranstaltung defekt gegangen. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt per Hand simulieren. Und so stand das halt früher im Schaufenster. Wurde übrigens nicht weit von hier gefunden, im Keller. Und da dürfen jetzt Kinder mitspielen oder wie? Hier auf der Veranstaltung haben wir das jetzt so gelöst, weil der Motor ja leider nicht funktioniert. Kommen jetzt die Kinder und werfen die Pingpongbälle mit großer Freude rein. Und am allerliebsten machen sie es so, dass wir hier oben die Bälle reinwerfen. So, ups, einer weg. Oh Gott, ich habe noch genug. So, und dann wird eine sogenannte Ballschlange gebildet. Die Idee stammt nicht von mir, sondern von den Kindern. Und dann geht's auf Kommando los. Gefunden habe ich das einfach über Kleinanzeigen. Und zwar war das Ganze als Kugelbahn klassifiziert. Der Name Trix war aber gar nicht erwähnt. Und die Bilder waren jetzt auch nicht so toll, sondern eher sehr schlecht. Aber das Einzige, was ich erkennen konnte, waren diese Bälle. Und da ich bereits eine Kugelbahn von Trix habe, wusste ich, das sind Originalbälle, wie sie von Trix verwendet wurden, bei den Werbemittelmodellen. Ja, und dann habe ich den lieben Mann angerufen. Ich war zu der Zeit an der Ostsee. Wir waren uns dann einig und ich habe einen Freund aus der Nähe von Stuttgart gebeten, doch mal eben dahin zu fahren. Waren also etwa 10 Minuten entfernt. Und er hat sie dann gemeinsam mit dem Herrn aus dem Keller rausgeholt und sie ist dann letztes Jahr zu uns in die Trixburg gekommen. Hier vorne steht übrigens die allererste Trix-Express-Lok aus dem Jahr 1935. Die Trixburg liegt in dem kleinen Ort Obspringen, 50 Kilometer nördlich von Aachen und einen Steinwurf von der holländischen Grenze entfernt. Die ganze Welt von Trix findet man hier auf 2 Etagen. Weitere Infos über trixburg.de.